Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Willeroy und Boch geht bei der Badplanung ganz neue Wege mit digitalen Technologien zum Anfassen. Das Unternehmen bietet eine Virtual Reality Brille, mit der Kunden ihr zukünftiges Bad virtuell begehen und damit ganz real erleben können. Inspiration, Produktinformationen und eine Software zur Badplanung erhält der Kunde ganz bequem zu Hause mit den Online-Services von Willeroy und Boch oder direkt beim Händler mit den neuen POS-Terminals. Digitale Stationen mit großen Touch-Displays. Im Rahmen eines Pilotprojektes stehen Virtual Reality Brillen in den ersten Showrooms und Händlerausstellungen bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen Kataloge H16 und D16 bietet der Entwässerungsspezialist Arco Haustechnik jetzt Verkaufsberatern, Fachplanern und Installateuren medienübergreifend Zugriff auf detaillierte, gut strukturierte und ansprechend präsentierte Produktinformationen rund um die Gebäudeentwässerung. Der Arco Haustechnik E-Service bietet zusätzlich Downloadmöglichkeiten für Datenblätter, Ausschreibungstexte in den gängigen Formaten und einen Merkzettel, um mehrere Dokumente gesammelt herunterzuladen. Zu den Themen Optimieren von Heizung, Kühlung und Trinkwasseranlagen, individuelle Verbundanlagen gemäß ERP-Richtlinie, bietet Oventrop aktuelle Fachseminare an. Kompetente Referenten erläutern aktuelle Technik, Richtlinien, Normen und staatliche Fördermöglichkeiten. Praxisnahe Beispiele zeigen, wie Systembereiche und Komponenten in der Gebäudetechnik richtig ausgelegt und sinnvoll miteinander verknüpft werden können. So lassen sich Produkte verschiedener Hersteller optimal hinsichtlich der ERP-Richtlinie in Verbundanlagen integrieren und können somit die Gesamtsystemeffizienz gegenüber vorkonfektionierten Anlagen wesentlich verbessern. Anmelden können Sie sich auch im Internet unter den eingeblendeten Adressen. Was hat der Datenstrom mit Wasser, Brausen und Badkultur zu tun? Hans Grohe ruft auf zum Ideenwettbewerb Wasser im Netz. Gesucht werden neue Denkansätze, die die digitale Welt mit der analogen Welt von Wassererlebnis und Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Gefragt sind Unternehmen und Studenten. Wie lassen sich Big Data, Internet und Vernetzung von innovativen Lösungen rund um das Thema Wasser nutzen? Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 21. April. Die Anmeldung finden Sie ebenfalls unter der eingeblendeten Adresse. Der Grundfos Alpha Reader vereinfacht den hydraulischen Abgleich. Der Reader ist ein kompaktes Lesegerät, das vorübergehend am Pumpenkopf befestigt wird. Es ist ein Interface, der auf dem Pumpenkopf aufgesteckt wird und so via Bluetooth mit Smartphones kommunizieren kann. Über Bluetooth bringen wir im Smartphone den Förderstrom und die Förderhöhe der Pumpe zur Anzeige, damit der Fachhandwerker hier bei der Durchführung des hydraulischen Abgleichs unterstützt werden kann. Die Maßnahmen an dem Heizkörper, Voreinstellungen werden so direkt zur Anzeige gebracht. Das war SAK TV Markt für diese Woche. Schalten Sie auch morgen zu unseren Nachrichten ein. Bis dahin, tschüss!